Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz normal vegan mit der Gans und zu Gast heute der Stefan. Und ihr seht, wir sitzen hier in der Küche. Das ist schon so ein kleiner Spoiler auch, was den Wohnort von Stefan angeht. Das können wir schon mal sagen. Aber es wird heute nicht nur um Stefan gehen, es wird auch darum gehen. Aber auch darum. Ich mach's mal so. Aber auch darum. Und keine Angst, das wird jetzt keine Dauerwerbesendung. Es geht nicht darum, euch irgendwelche Produkte aufzuzeigen oder Produkte zu verkaufen oder Produkte anzupreisen. Aber da kommen wir gleich zu. Genau. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein. Danke. Ja, das ist natürlich schön. Stefan, wir fangen auch bei dir mit dem Fragebogen an, Ja, gerne. um erstmal so ein bisschen reinzukommen, damit die Leute dich erstmal ein bisschen kennenlernen. Okay? Wo wohnst du? Jetzt wird es schon Das spannend. wird schon spannend. Also gemeldet und wohnhaft bin ich in Hohenlimburg, das gehört zu Hagen, südlich von Dortmund. Dort halte ich mich so circa eine halbe Woche auf. Und dann zweite Teil der Woche bin ich in Münster, wohne bei einer Freundin und habe hier einen Schrebergarten und bin hier ähnlich engagiert wie in Hagen-Hohenlimburg. Okay, aber da kommen wir gleich zu. Alter? 57. Okay. Wohnsituation hast du gerade schon so ein bisschen erklärt. Also du lebst sowohl in Hagen Ja. als auch hier in Münster. Beruf. Das ist schwierig zu sagen. Ich habe einen langen Lebenslauf. Was ich mal gelernt habe, war Kfz-Mechaniker, habe dann später eine Umschulung für einen Bürokaufmann gemacht und hatte aufgrund meiner Lebenssituation sehr viele verschiedene Anstellungen und ja, Berufe sozusagen. Verschiedene Hobbys. Hobbys. Kochen. Kochen ist ein Hobby von mir. Natürlich aus geretteten Lebensmitteln, um schon mal so eine kleine Vorschau zu Ein geben. kleiner Spoiler schon mal, ja, auf alle Fälle. Ja. Aber wenn du gerne kochst, was ist dein Leibgericht? Leibgericht ist im Prinzip das in dem Moment, wo ich meinen Fokus drauf richte und sage, das möchte ich doch jetzt mal wissen. Es gibt viele Menschen, die versuchen, alte Familiengerichte zu veganisieren. Das versuche ich natürlich auch und versuche dann halt auf vegane Weise dem nahe zu kommen. Das macht Riesenspaß und schmeckt hinterher auch super lecker. Und ja, kann damit vielleicht den einen oder anderen überzeugen, auch vegan zu werden. Ja, klingt doch gut. Wie lange lebst du schon vegan? Oh, gute Frage. Ungefähr seit der Geburt meines Enkelkindes, das ist vegan zur Welt gekommen und ist immer noch vegan und kerngesund und hat überhaupt gar keine Mangelerscheinungen. Ja, das klingt schon mal gut. Kannst du ungefähr, wie alt ist der Kleine jetzt? Die Kleine ist 7. Die Kleine ist 7. Okay, also 7 Jahre. Das ist ja schon eine Zeit. Welches Klischee, welches Vorurteil nervt dich am meisten? Das ist immer schwierig. Es hat sehr viel mit Veganismus zu tun. Ich war jetzt neulich auf einer ja, Konferenz und ich waren 25 Vertreter aus Deutschland dort und ich war der Einzige, der vegan lebt. Und dann kann man sich vorstellen, was dann so an Kommentaren kam. Und dann gab es tatsächlich ein veganes Menü mit Grünkernbratlingen. Und dann hörte ich das Fluchen der Teilnehmer und Igitt, das kann man doch gar nicht essen. Also das Klischee, dass veganes Essen nicht schmeckt, quasi. Ja, wobei das natürlich ein großes Thema halt auch ist, gerade wenn man natürlich versucht, Dinge zu veganisieren und Leute sind es natürlich gewohnt, vielleicht ihre Frikadelle zu essen, dann ist natürlich vielleicht eine nachgebaute Frikadelle für uns sehr, sehr lecker, die wir uns aus Überzeugung diese dann halt auch essen. Aber der halt den direkten Vergleich sucht, wird dann natürlich höchstwahrscheinlich immer irgendwas dran zu knödeln haben. Ja, das es mag sein, aber ich würde dann behaupten, dass die Frikadelle von Oma Paula ganz anders schmeckt wie von Opa Fred. Und Geschmäcker sind halt unterschiedlich und tatsächlich schmeckt Fleisch ja ohne Gewürze sowieso nicht. Und
die Gewürze machen es halt aus und die Art der Zubereitung. Absolut. Da bin ich ganz bei dir. Aber wie gesagt, man muss da natürlich immer so ein bisschen gucken, was kann man vielleicht im Prinzip machen, was denn dann, wenn ich weiß, dass da viele Omis sind, denn Omis halt auch schmeckt, um sie halt davon zu überzeugen, dass vegan halt lecker sein kann, ne? Ja. Also das ist nun mal halt auch eine große Bandbreite. Wie ist es dazu gekommen? Ja, du hast jetzt gesagt, mit der Geburt deiner Enkelin. Ja, also tatsächlich lebte oder lebt mein Sohn schon länger und meine Schwiegertochter schon länger vegan. Und ich habe das erst so gar nicht registriert. Ich habe nur für ihn dann immer halt vegan gekocht, aber für mich eben nicht. Und ich weiß nicht, warum da der Groschen nicht gefallen ist. Es war irgendwie so eine Blockade. Ich denke, eine ähnliche Blockade, die die meisten Menschen haben. Und aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen dann sagen, das ist ganz einfach. Eigentlich es einfach zu lassen. Das heißt aber, er hat in keinem Moment versucht, dich zu bekehren oder hat dir viel darüber gesagt, warum er das macht? Oder hast du nicht nachgefragt oder? Natürlich habe ich die gleichen Klischees bedient, die die heute die Omis bedienen und habe gesagt, ja, das kann ja eigentlich nicht so besonders gut sein. Aber das war dann im Endeffekt ja dann doch die Initialzündung, da ich ja sowieso gerne koche und naja, dann kam das eine zum anderen und dann habe ich dann auch kurz danach gestartet. Nichtsdestotrotz finde ich es ja nochmal spannend, weil bei mir ist es ja auch, ich sage immer, durch die Enkel entstanden, weil damals durch den Enkel. Was hat da aber dann den Schalter nochmal umgelegt? Ganz einfach, jetzt nicht der Gedanke an die gesunde Ernährung, an die Ernährung an sich, sondern eher das Tierleid, das dahinter steckt. Und das einfach nicht drüber nachdenken. Und dann ist das einfach wie ein Knoten geplatzt. Ich sage, du bist ja so blind und mit Scheuklappen unterwegs gewesen und siehst nicht, dass da Lebewesen leiden und gequält werden für was auch immer. Ja. Spielte das irgendwie aber mit der Geburt, ich meine, dass der Enkelin mit einer Rolle, so also perspektivisch gucken, wie sieht die Zukunft des Kindes aus? Das war ja bei mir ja so eine ganz, ganz starke Sache, dass ich mir halt gedacht habe, okay, in welche Welt startet das Kind jetzt und wie wird die Welt irgendwann aussehen? Da bin ich angefangen, mich sehr viel mit Umweltschutz auseinanderzusetzen. Und klar, ich meine, da kommst du natürlich immer an, auch zur Massentierhaltung und natürlich immer auch auf die Tiere. Von daher interessiert mich das natürlich, wie das bei dir so war. Darüber nachzudenken, in welche Welt die Kinder heute geboren werden, mag ich gar nicht richtig drüber nachdenken, denn die Tatsache ist ja, dass wir in Deutschland schon im Mai unsere Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, aufgebraucht haben und dann Ressourcen der Zukunft verbrauchen. Und das sind Dinge, die nicht zurückkommen. Das bedeutet, wir nehmen unseren Kindern und Enkelkindern Dinge weg, die ihnen dann nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Absolut. Aber gut, ich meine, das ist natürlich etwas, wo wir uns jetzt mit auseinandersetzen. Aber ich sage mal so, einen kleinen Anteil an deiner Entscheidung, jetzt vegan zu werden, wird das wahrscheinlich auch alles gehabt haben. Ja, natürlich. Das ist Okay. so, da kommen wir vielleicht gleich drauf. Und ja, hat ja viel auch mit den Dingen, die mich heute beschäftigen, zu tun. Kommen wir zu den Dingen, die dich heute beschäftigen, weil. Wir haben gerade schon angeteasert mit all den Dingen, die wir hier in die Kamera halten können. Ein Thema, das ich auch in der letzten Folge schon ein bisschen angeteasert habe, denn ich durfte mit dabei sein, als, ich glaube, 11.000 von diesen Dosen gerettet worden sind. Naja, in der Tatsache waren es tatsächlich 24.192, um exakt zu sagen, wie viel. Nur wir beide haben gemeinsam in einer Menschenkette diese 12er-Pakete in die Lagerhalle getragen. Und da waren es noch Rest 5 Paletten, die wir verladen haben. 2 sind noch auf dem Wagen geblieben und sind in verschiedene Ortsteile gegangen. Und zuvor habe ich schon andere Bezirke angesprochen, die auch noch einige Paletten zu sich geholt haben. Das heißt, geben wir dem Ganzen jetzt einen Namen, du beschäftigst dich mit Lebensmittelrettung. Genau.
Okay. Und das machst du für welche Organisation? Für Foodsharing. Zu finden natürlich ganz einfach unter foodsharing.de im Internet. Wir werden es unten in die Shownotes natürlich reinpacken. Dafür sitzen wir auch hier, um das nachher nochmal letzte Mal. Ich durfte, leider hat sich das zeitlich alles so ein bisschen verschoben, aber eine Palette konnte ich zumindest noch mit abladen. Da konnte ich euch ein bisschen unterstützen. Aber was für mich jetzt eine erstmalige, momentan noch einmalige Aktion war, ist etwas, das dich jeden Tag umtreibt. Und ich würde sagen, wir fangen mal ganz am Anfang an, bevor wir jetzt zu, ja, über 7 Paletten, also die ich jetzt gesehen habe, von einem Haferdrink kommen. Wie ging das Ganze bei dir los? Wie bist du auf Foodsharing aufmerksam geworden? Ja, das war eigentlich eine ganz einfache Sache. Ich saß bei einem Freund in der Küche und er sagte, ich muss noch mal ganz kurz weg. Und er hatte einen Laden. Er war selbst schon bei Foodsharing, hat 2 Monate vor mir gestartet und sagte, ich muss mal eben was abholen. Kam dann wieder mit einer großen Tasche gefüllt mit Lebensmitteln und sagte, das habe ich jetzt gerade alles vor der Mülltonne gerettet. Das ist alles kostenlos. Du kannst dir etwas aussuchen, was du möchtest. Und da waren dann Produkte natürlich drin, die waren noch wunderbar, die hätten gar nicht in die Tonne gehört. Die hätten man so direkt eigentlich auch noch verkaufen können. Ja, und so kam das. Und das ist dann bei mir halt so, dass ich mir dann sehr schnell die Information geholt habe. Ich hab selben Abend noch bei Foodsharing bei ihm zu Hause angemeldet, habe tatsächlich den Einführungsquiz gemacht, den man machen muss, um später dann auch retten zu dürfen. Aber das ist halt ein kleiner Prozess, der dazu gehört, wie zum Beispiel 2 Einführungsabholungen und vielleicht eine Einführungsveranstaltung. Aber das ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Okay, aber da können wir gleich vielleicht nochmal drüber sprechen, wie jeder Einzelne das machen kann. Du bist ja dann, also du bist ja nicht jemand, der hin und wieder mal losfährt, um 2 Köpfe Blumenkohl zu retten. Also Ja, auch du machst das. das, das machst du auch, aber du machst es halt auch in einem sehr großen Stil. Nimm uns einfach mal so ein bisschen mit und erzähl uns einfach mal, wie das bei dir entstanden ist, was waren deine ersten Rettungen und wie ist das Ding dann so groß geworden? Naja, ich sehe es ja nicht so als groß, wenn man die Prozentzahlen sieht, was wir tatsächlich dann noch von den Lebensmitteln, die in Deutschland vom Lebensmitteleinzelhandel oder den Gaststätten oder auch Außerhausversorgung, die wir da retten können, das ist ja nur ein Bruchteil, den wir holen. Der Rest landet ja tatsächlich immer noch in der Mülltonne. Aber selbst diese Mengen vor Augen zu haben, lässt einen eigentlich erschauern, was wirklich heutzutage immer noch entsorgt wird. Das ja, hat mich dann so ein bisschen motiviert, mich ein bisschen mehr zu engagieren und versuche dementsprechend neue Betriebe anzusprechen und mehr Menschen dazu zu bekommen, sich an Foodsharing zu beteiligen. Und naja, die Zeit von heute zeigt ja auch, die Preise steigen, die Not der Menschen steigt. Und Foodsharing ist allerdings eine Umweltorganisation, die sich natürlich auch gegen den Klimawandel einsetzt, durch sein Handeln und Verhandlungen führt dementsprechend, dass weniger Lebensmittel, wie gesagt, in der Mülltonne landen. Wir wollen uns eigentlich abschaffen, uns dürfte es eigentlich gar nicht geben. Das wäre unser Ziel. Wir müssen an dieser Stelle aber jetzt vielleicht sagen, wenn du Lebensmittel rettest, natürlich sind wir ein veganer Podcast, Ja. aber Foodsharing bezieht sich jetzt nicht nur auf vegane Produkte, Das ist klar. sondern ihr rettet alles. Wir retten alles, natürlich. Auch ich rette alles, obwohl ich vegan bin. Aber ich sage mir im Prinzip, wenn man sich die Zahlen anschaut, was in der Mülltonne landet, das sind, hatte ich glaube ich schon erwähnt, 4 Millionen Schweine, über 40 Millionen Hühner und 260.000 Rinder, die einfach nicht verzehrt werden, die Pro Jahr. pro Jahr. Nur in Deutschland. Und das sind halt Sachen, die kann man sich gar nicht so vorstellen, dass diese Tiere, die werden gequält, die leben in Leid, werden abgeschlachtet, getötet auf grausamste Art und Weise. Und dann wird das Produkt daraus wird einfach weggeworfen. Das ist noch das Verhöhnen obendrauf. Und da sage ich, ich nehme das mit. Ich gebe das an Menschen, die es noch verzehren wollen, aber mit dem kleinen Hinweis, doch ein bisschen vielleicht in Zukunft auf die Ernährung zu achten und
mal sich Gedanken zu machen, was da gerade passiert ist und was sie da gerade essen. Wenn du sagst, du rettest Lebensmittel, also wir haben es schon gesagt, also das ist die komplette Palette. Da ist mal das Milchprodukt bei, da ist Gemüse mit bei, da ist jetzt ein Smoothie, Saft. ein Saft mit dabei. Da ist hier gerettet eine Hafermilch mit Kaffee. Da sind aber auch Haferdrinks, Obst. Also ihr habt wirklich die komplette Palette. Wo rettet ihr die denn? Dieses eine Produkt, das du gerade gezeigt hast, direkt ab Hersteller, und das machen wie auch die Hafermilch oder Haferdrink, da Milch darf man ja nicht sagen. Oh ja, Ja. genau. Aber auch egal, bei Mensen, wo fertiges Essen überbleibt, bei kleinen Cafés oder Bäckereien bis hin zum großen Lebensmitteleinzelhandel von großen Ketten, die in jedem Ort zu finden sind, auch vom Kiosk, egal wo Lebensmittelabfälle entstehen, versuchen wir, den Betreiber oder das Unternehmen anzusprechen und da eine Kooperation aufzubauen, dass in Zukunft die Lebensmittel halt nicht in der Mülltonne landen, sondern noch weiter verwertet werden. Das heißt, wenn ihr natürlich zu einem Unternehmen bereits Kontakt habt, ja, dann kann ich mir das natürlich vorstellen, dass die sich dann bei euch melden und sagen: Pass mal auf, Stefan, ich habe hier noch eine Palette Hafermilch stehen. Wollt ihr die nicht haben? Mindesthaltbarkeitsdatum ist wahrscheinlich immer da ein Thema. Ja. Ist vielleicht in 2 Tagen, das kriegen wir nicht mal mehr bis dahin in die Regale geräumt. Wollt ihr das Ganze abholen? Aber läuft das immer so ab? Oder ja, nimm uns da mal so ein bisschen mit, erzähl mal, ja, wie es tatsächlich funktioniert. Na gut, das sind so Spontanrettungen, die natürlich auch vorkommen. Das kann dann mal passieren, dass keine Ahnung, zu einem beim Kino der Strom ausgefallen ist. Und dann muss das ganze Eis und alles, was gekühlt wird, gerettet werden. Da schaffen wir es dann schon schnell, unser ganzes Team zu motivieren und die Sachen dort abzuholen. Oder bei Überproduktionen, da sind wir dann auch natürlich gerne vor Ort. Aber in der Regel ist das so, erst schauen wir uns einen Betrieb an, wo wir die Möglichkeit sehen, dort können wir eine Kooperation aufbauen. Dann legen wir das bei uns auf der Seite bei foodsharing.de in unserem Bezirk an, als Betrieb, als Kooperation, bauen erst ein Team auf, das sicherstellt, dass die Lebensmittel zu 100% zu jeder Zeit gerettet werden können. Und dann sprechen wir das Unternehmen an und schauen, dass wir da so einen Kooperationsvertrag eingehen, der kann bedeuten, wir kommen auf Abruf bis auf tägliche Abholung. Dass eine Person macht oder sogar 5 oder 8 Personen gleichzeitig kommen müssen, weil die Mengen so groß sind. Da gibt es alle Möglichkeiten, alle Konstellationen sind da zu finden. Hier machen das aber letztendlich, ich sag mal, aus Imagegründen oder ja, weil auch in den Firmen irgendjemand ist, der sagt, naja, wegzuschmeißen ist tatsächlich zu schade. Wie funktioniert das? Und es ist ja so, dass das Bewusstsein so langsam sich ändert in der Bevölkerung, und diese Menschen arbeiten natürlich auch in diesen Betrieben und die nehmen natürlich ihr neues Empfinden mit auf die Arbeit und versuchen vor Ort auch was zu ändern. Dann kommen wir halt und bringen vielleicht den Stein ins Rollen. Und es gibt sehr viele Unternehmen, die gerne daran arbeiten wollen, Lebensmittel nicht mehr so in dieser Form zu verschwenden, sondern wirklich dem noch einen Nutzen zuzuführen. Es kann sein, dass es teilweise natürlich auch einen anderen Aspekt hat, weil weniger Abfälle bedeutet weniger Kosten. Das ist für uns ein wunderbarer Hebel und ein tolles Argument, letztendlich dann die Unternehmen auch dazu zu bringen, darüber nachzudenken. Dann empfinden sie aber auch meistens oder sehr häufig bekommt man halt die Reaktion, dass, okay, wir sind jetzt etwas nachhaltiger und wir können damit zeigen, dass wir was tun. Und es gibt schon so Stimmen, die gesagt haben, da wollte ich eigentlich gar nicht mehr einkaufen, aber seitdem ich weiß, dass sie weniger Lebensmittel verschwenden, gehe ich da gerne hin. Ja, und das ist auch so ein kleines, ja,
Bonbon, das wir dann da mitbekommen. Ja, gut, wobei ich generell jemand bin, also ich liebe Win-Win-Situationen. Also wenn alle da was von haben, ist natürlich auch allen ein bisschen geholfen. Das ist natürlich eine gute Geschichte. Jetzt habt ihr, jetzt müssen wir, bevor wir jetzt dazu kommen, wo die Lebensmittel hingehen, wo jeder Einzelne sich vielleicht auch Sachen abholen kann, reden wir vielleicht mal darüber. Du sagst mal, wir. Wer ist wir? Wer sind die 5 bis 8 Leute, die vielleicht zu einer Firma hinfahren, um da unter Umständen täglich irgendwelche Sachen abzuholen? Ich weiß, dass du nicht nur hier in Münster aktiv bist, du bist auch Ja, in Hagen aktiv. genau. Das Ganze ist aber nicht nur auf diese 2 Städte begrenzt. Vielleicht kannst du da auch mal ein bisschen was zu den Strukturen des nicht des Unternehmens, des Vereins, seid ihr ein Verein, eine Jein, Organisation? jein. Also es Nimm ist so, uns da auch es ein bisschen mit. ja gut, also Foodsharing ist halt ja, eine Bewegung in dem Sinne, die 2012 gegründet wurde und sich da immer also gewachsen ist und immer mehr Menschen in Städten sich anschließen und dem folgen und naja, einen Bezirk halt gründen, wo Foodsharing dann auch in Zukunft laufen kann. Die Sache ist so, dass wir sind tausende Menschen mittlerweile, die diesen Gedanken haben und wir wachsen ständig und es kommen immer mehr Menschen dazu und das reicht aber tatsächlich noch nicht. Wir müssen noch größer werden und noch größere Kooperationen ansprechen und dementsprechend noch mehr Lebensmittel vor der Tonne retten. Denn im Prinzip ist es so, wie ich schon mal erwähnt hatte, wir wollen es eigentlich abschaffen. Wir wollen damit zeigen und darauf aufmerksam machen, wie viele Lebensmittel wirklich in der Mülltonne landen. Und wenn es uns nicht gäbe, wäre es schön. Wir sind also dankbar, wenn uns gesagt wird, heute haben wir für euch nichts abzuholen. Dann bedanken wir uns und finden das toll. Ja, gut, da werden wir sicherlich gleich nochmal drüber reden müssen, aus welchen Gründen landen Sachen bei euch. Aber nochmal so ein bisschen zu der Struktur der Menschen, die da sind. Du hast in einem Vorgespräch mal davon gesprochen, dass ihr viele Studenten habt Ja. oder Studierende habt. Da allerdings natürlich das Problem ist, dass die oftmals in den Semesterferien dann vielleicht auch nicht vor Ort sind, dass ihr gerne auch Leute im Team habt, die vielleicht schon im Rentenalter sind, weil sie vielleicht flexibler sind und ein bisschen mehr machen können. Was für Menschen triffst du oder hast du in deinen Ortsgruppen, in den 2 Gruppen, die du betreust? Naja, es geht komplett durch die ganze Gesellschaft von jemand, der alleine lebt und so gut wie gar nichts hat, bis hin zu Ärzten, die etwas gegen Lebensmittelverschwendung machen möchten. Dazu ist in Münster halt der Fall. Münster ist eine Studentenstadt und wie viele Studentenstädte gibt es die Semesterferien. Und gerne beteiligen sich natürlich gerade Studenten bei Foodsharing, um da ihre WG mit zu versorgen und eh schon so knappen Geldbeutel ein bisschen zu schonen. Und das ist ja auch ganz legitim. Dazu ist ja Foodsharing dann ja auch da. Dann kommen halt, wie gesagt, die Semesterferien und wir haben größere Kooperationen und wir sind in Münster sehr viele Aktive. Und wenn dann so 50% wegfallen, müssen wir halt diese Löcher stopfen. Das bedeutet, alle Nicht-Studenten müssen ein bisschen mehr tun. Und da würde ich mich freuen, wenn es gerade in Münster mehr gäbe, die vor Ort ansässig sind und auch sagen, hoppla, ich möchte auch Lebensmittel retten. Jetzt sind wir natürlich hier in Münster, ist klar. Aber der Podcast wird in ganz Deutschland Ja. ausgestrahlt. Darüber hinaus, klar, Internet macht es ja möglich. Aber das ist keine Münsteraner Organisation, sondern ihr seid über ganz Deutschland verteilt. Ja. Auch da vielleicht gib uns nochmal einen kleinen Einblick über die Struktur, wie das Ganze aufgebaut ist. Das ist eine sehr gute Frage, weil im Prinzip ist jeder Bezirk erstmal für sich selbst verantwortlich. Es Aber ihr gibt, habt eine Zentrale in Köln. ja, da sitzt quasi der Verein an sich, Foodsharing Okay, e.V., okay. mit dem wir aber oder jeder Einzelne erstmal so gar nichts zu tun haben. Man tritt also nicht in den Verein ein, Foodsharing e.V., um Lebensmittel zu retten, sondern in den Bezirk der Stadt, das heißt nach Münster. Viele Städte haben einen eigenen Verein gegründet, weil die Vereinsstruktur natürlich noch einige Vorteile hat, wie zum Beispiel eine Versicherung oder man kann, wenn
die Gemeinnützigkeit vorliegt, natürlich Fördergelder beantragen, die ganz wichtig sind, denn Foodsharing ist absolut bargeldlos. Wir arbeiten ganz ohne Geld. Kannst du denn im Prinzip sagen, wie viel oder wie viel dieser Ortsgruppen, die du jetzt gerade beschrieben hast, es in Deutschland gibt? Ja, das ist jetzt schwierig zu Oder beantworten, gibt es über weil die? die Statistiken, die ändern sich ja Ja, grundsätzlich. grob reden wir von 20 Städten, in denen das angeboten wird, oder reden wir eher von 200 Städten, die das Angebot in Deutschland haben? Ja, da habe ich tatsächlich die Zahl nicht zu im Kopf, weil das für mich in ersten, also Statistiken sind für mich erstmal nicht so wichtig. Es geht nur um den Menschen, der dabei ist. Und wenn ich heute die Statistik für zum Beispiel Münster erstelle, dann ist sie morgen schon wieder hinfällig, weil sich wieder sehr viel getan hat. Ja, es werden wieder neue Okay. Kooperationen aufgebaut, es kommen Menschen dazu und es wächst stetig. Aber das ist natürlich etwas, wir werden die Webseite unten verlinken, was wahrscheinlich über die Webseite der Hauptorganisation, was ja gesagt, die sitzt in Köln, natürlich abrufbar ist. Da kann man natürlich mal gucken. Kommen wir zum Ende der Kette. Also ihr habt jetzt Sachen gerettet. An wen verteilt ihr? Ich vermute mal, dass die mit retten, natürlich auch die Chance haben, mitnehmen zu dürfen. Ja, natürlich. Also es ist jedem frei, der rettet, die Lebensmittel zu verteilen, wie er es möchte. Und jeder findet so seinen Verteilkreis. Es ist natürlich klar, dass solche riesigen Mengen an Lebensmitteln, die jeder Einzelne rettet, gar nicht für einen Einzelnen zu verbrauchen sind. Und dann wird das natürlich an Nachbarn verteilt oder über Verteilkreise, die dann laufen über die Plattform selbst. Da kann man einen Essenskorb erstellen, über den man was verteilt. Oder über Facebook und WhatsApp, Telegram, Signal. Es werden sämtliche Messenger genutzt, um Lebensmittel zu verteilen. Und da gibt es natürlich einen regen Ansturm auf die zahlreichen Lebensmittel, die da bereitgestellt werden. Neulich Ich mal persönlich, ja. so einen Aufruf gesehen, da hieß es, wir haben ein Auto komplett voll mit Tofu. Dann und Ja. dann stehen wir da und da, wir machen Ja. die Klappe auf und ihr könnt so viel Tofu haben, wie ihr Ja, wollt. genau. Wenn der Wagen leer ist, ist der Wagen leer. Ja, das stimmt. Ich habe noch einen anderen Weg gefunden zu Zeiten von Corona. Wir wissen alle, dass die Tafeln zurzeit auch überlastet sind und in Corona-Zeiten mancherorts gar nicht mehr, also die waren geschlossen, gar nicht mehr geleistet haben. Kamen Anfragen vom Quartiersmanagement der Stadt Hagen zum Beispiel, ob ich eine Möglichkeit sehe, diese Menschen weiter zu versorgen. Und da habe ich dann einige Slots übernommen von einigen Kooperationen und habe im Prinzip mit diesen Lebensmitteln die Familien versorgt und habe quasi die Tafeln ersetzt für eine Zeit. Was wir an dieser Stelle jetzt auch direkt erklären müssen, denn es könnte natürlich jetzt Kritik aufkommen. Es könnte natürlich sein, dass jemand sagt, na ja, aber ihr nehmt den Tafeln ja das Essen weg. Nein. Aber das ist nicht so. Da hatten wir im Vorgespräch natürlich schon drüber gesprochen. Da habe ich die Frage schon mal anklingen lassen. Erklär es jetzt vielleicht für alle nochmal, warum eben das nicht der Fall ist. Ja, es ist im Prinzip so, dass bei uns gilt das Tafeln first. Das bedeutet, alle sozialen Einrichtungen kommen zuerst und selbst dann bleibt immer noch etwas übrig, weil zum Beispiel die Tafeln keine Ware nimmt, die über das MHD hinaus sind. Und wir nehmen sie natürlich noch mit, weil wir wissen, sie sind noch genießbar. Und wie gesagt, wenn die Tafeln alles hat und versorgt ist, dann der Rest, den holen wir, wenn was überbleibt. Okay, kommen wir nochmal zu den Sachen. Du hast jetzt hier zum Beispiel diesen Haferdrink. Ja. Und wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ist der vom Mindesthaltbarkeitsdatum her Ja, abgelaufen. genau. Das ist der Grund, warum man euch den angeboten hat und gesagt hat, ihr könnt euch den abholen. Ja, das war erst nicht so der Grund. Es war ganz einfach, das ist ein Produkt, das ist neu auf dem Markt und zur Markteinführung wurde halt sehr viel produziert. Dass während der Verhandlungen das Haltbarkeitsdatum dann überschritten wurde, das hat einfach nur andere Gründe gehabt. Und das war halt ein kleines Hin und Her. Und ich selbst habe eine Zeit im Krankenhaus gelegen und konnte dann
nicht mehr so einfach antworten. Und danach ging es dann weiter. Und man sieht ja, es hat ja trotzdem funktioniert. Und die meisten Lebensmittel sind ja noch lange, lange haltbar. Ja, wenn man weiß, dass selbst eine Flasche Wasser, stilles Wasser, ein Ja, klar. Mindesthaltbarkeitsdatum hat, wo du sagst, naja, was soll an der Flasche jetzt großartig passieren? Und das ist alles genießbar. Also, ich meine, du bedienst dich mit den Getränken. Wir haben jetzt hier Dose stehen, wir haben hier Wasser Ja, wir stehen. haben Wasser aus der Leitung. Aber was sind andere Gründe, warum jemand. Also ich meine, ein schönes Beispiel, das mich nach wie vor sehr begeistert, ist natürlich das Beispiel mit dem Kino, wo die Kühlanlage ausgefallen ist und ihr musstet ganz schnell Eis retten. Ja. Aber vielleicht kannst du uns doch nochmal mit auf zwei, drei Rettungen nehmen, die vielleicht ja auch den einen oder anderen inspirieren, mal mit einer Firma zu sprechen und zu sagen, naja, pass mal auf, wenn ihr in Zukunft so ein Problem habt, dann kenne ich eine Organisation, an die könnt ihr euch wenden und die holen die Sachen gegebenenfalls ab. Ja, genau. Als paradoxerweise so, dass viele der Unternehmen nicht öffentlich genannt werden wollen, obwohl sie ja im Prinzip mit der Zusammenarbeit mit Foodsharing etwas Gutes tun. Ja, im Kino war das halt bei dem Ausfall so, dass da plötzlich hatte ich 160 Magnum und was man so halt an Eis bekommt. Es waren insgesamt 500 Eis am Stiel quasi, die Und es war, da glaube ich, zukamen. im Sommer ist das, glaube ich, Im passiert, ne? Sommer, genau. Ja. Das musste also sehr schnell gehen. Okay. Es war ein kurzer Stromausfall, aber nach einem Stromausfall durfte das Unternehmen das Eis nicht mehr weiterverkaufen. Aber Kühlkette unterbrochen. ja, nicht ganz, aber halt eine Temperatur unterschritten von 1, 2 Grad und das reicht schon. Und dann muss es weg. Ja. Gut, aber du hast sicherlich noch andere Beispiele. Was hast du noch gerettet? Wir haben jetzt über Eis gesprochen aus dem Kino. Wir haben jetzt Startup-Unternehmen, junges Unternehmen, macht eine neue Produktlinie Ja. zur Markteinführung, wird ein bisschen zu viel produziert. Das sind jetzt die Dosen, die wir jetzt hier haben. Aber hast du andere Beispiele aus deiner täglichen Arbeit? Weil ich meine, wir kennen uns jetzt ja schon seit 2 Jahren, glaube ich. Ja. Und sind immer mal wieder in Kontakt und ich sehe natürlich, du machst unheimlich viel. Also du rettest ja alles Mögliche. Also erzähl uns noch ein bisschen, was passiert, dass die Sachen zu dir kommen? Was ist mit den Sachen? Wie sehen die Sachen aus? Denn ihr seid die rechtlich abgesicherte Alternative zum Container, was leider schlimmerweise Ja, immer noch verboten ist. das Ja, stimmt. das heißt also, Lebensmittel zu retten ist eigentlich etwas sehr, sehr Ehrenhaftes. Und du wolltest erst gar nicht so schnell, dass wir den Termin machen jetzt, aber ich habe gesagt, das ist ein Thema, das ist so wichtig, dem möchte ich auch einen besonderen Platz geben. Wir sind jetzt Folge 99, ich finde das schon auch eine markante Zahl. Ich wollte, dass das jetzt rauskommt, weil es kann doch nicht sein, dass das überall, du hast angesprochen, wie viele Tiere geschlachtet werden und weggeschmissen werden, aber wenn es eine Hafermilch ist, wenn es Gemüse ist, es kann doch nicht sein, dass alles weggeschmissen wird. Und die es aus dem Container rausholen, werden im Zweifelsfall noch angeklagt. Wenn es da eine andere Chance gibt, wenn es da eine Alternative gibt, finde ich die natürlich großartig. Also von daher, nimm uns da gerne noch ein bisschen mit und erzähl uns von zwei, drei Lebensmitteln, warum sie zu euch gekommen sind, was das für Mengen waren, wie ihr sie abgeholt habt oder wie ihr sie verteilt habt. Ja, es ist. Wie ich vorab schon mal erwähnte, es könnten kleine Mengen sein, wie du sagst, 2 Blumenkohl. Auch dafür fahre ich natürlich oder gehe ich und hole diese Lebensmittel ab. Größere Mengen fallen sehr häufig an bei größeren Kooperationen. Wir kennen ja sie alle. Die meisten kaufen bei denen ein. Das sind halt die größeren Ketten, die es auch in Münster gibt. Nicht alle, aber einige haben mit uns eine große Kooperation. Da fallen mitunter dann natürlich sehr große Mengen an. Das können dann gleich 10 Körbe und Gemüse und Obst sein und die wir dann aussortieren. Und dann dauert so eine Aussortierung schon mal so 2 Stunden, bis wir dann das Gute vom Schlechten getrennt haben und das dann weiter verteilen können. Weil das ist ja auch eine Arbeit, die wir für das Unternehmen halt dann auch übernehmen. Ja, und verlassen das Lager hinterher wieder so sauber, wie wir es vorgefunden haben, oder vielleicht auch sauberer, je nachdem. Okay. Ja, und dann, ja, das machen wir in kleinen Stil oder auch im großen Stil. Und
In der Regel fahre ich bis zu 5-mal die Woche Lebensmittel retten, wenn ich nicht gerade andere Dinge zu tun habe, die organisatorischen, mich ein bisschen einspannen zurzeit. Kommen natürlich gleich auch nochmal auf die anderen Projekte, auf das, was du sonst noch so machst. Also du bist da durchaus so ein Tausendsasser. Also du hast da einige Projekte am Laufen, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber zum Foodsharing nochmal, also wen das jetzt interessiert, du hast gesagt, Webseite besuchen, anmelden, Ja. Fragebogen ausfüllen. Ist das mit irgendwelchen Kosten verbunden? Was muss ich machen? Also nehmen wir mal an, ich möchte das jetzt machen. Stefan, erklär mir, was sind die ersten Schritte, was muss ich tun? Ja, ganz einfach. Du meldest dich bei foodsharing.de an, dann liest du dich ein bisschen durchs Wiki, machst so einen Eingangsquiz, den du bestehen musst, aber der ist nicht so schwer. Wenn du alles gelesen hast, kannst du ihn leicht beantworten. Du hast zum einen entweder 10 Fragen auf Zeit oder 20 Fragen, wo du alle Zeit hast und darfst einige Fehler machen, darfst auch ein paar Mal durchfallen und ist nicht so, wovor man Angst haben muss. Danach kommst du halt, Aber ja. ich grätsch da mal ganz kurz Ja. rein. Hintergrund der Geschichte ist, Du möchtest. die Ernsthaftigkeit der Leute zu erfragen oder was ist die Idee des Quizzes? Weißt du das oder kannst du Ge ja, das genau. Das einschätzen? bedeutet ganz einfach, den Menschen nochmal Foodsharing an sich näher zu bringen, wofür wir wirklich da sind, was wir tun, was wir für Aufgaben haben, was wir eben nicht tun dürfen. Ja, so das ganze Regelwerk im Prinzip, das dabei ist, weil auch wir müssen uns an Regeln halten und gerade auch, um Kooperation nicht zu gefährden, uns auch dementsprechend aufführen. Ja, und das wird halt abgefragt und dann bekommen meistens die Botschaftenden oder ein Begrüßungsteam, je nach Bezirk, eine Meldung halt, dass sich Person X angemeldet hat. Die wird dann begrüßt, freundlich und darf alle Fragen stellen, die sie haben. Bekommt dann in einem Einführungsbetrieb, den wir so nennen, da wird ihr zugefügt und muss erstmal zwei Einführungsabholungen bei unterschiedlichen Betrieben absolvieren. Um da die Erfahrung zu sammeln, wie ist das, wie gehe ich mit den Mitarbeitern um, welche Lebensmittel, wie sortiere ich die, was ist wichtig und ja, lerne schon die ersten FoodsaverInnen kennen. Und danach gibt es bei uns, zum Beispiel in Münster und auch in Hagen, eine kleine Einführungsveranstaltung, die wir jetzt wieder in Präsenz machen. Da haben wir eine kleine Präsentation, erklären nochmal eventuell die Dinge, die so im Wiki vielleicht durchgegangen sind. Und ja, dann dürfen alle Fragen gestellt werden. Dann überraschen wir meistens mit Fragen, die nicht jeder so weiß und noch zusätzliche Infos bringen. Dann gibt es den Ausweis und die Verifizierung. Das bedeutet, danach ist der oder die Foodsaverin berechtigt, sich in unseren zahlreichen Kooperationen einzutragen und mitzuhelfen in den Teams, die Lebensmittel zu retten. Jetzt ist jeder von uns ja irgendwie im Leben eingebunden. Ich sage jetzt mal, ich bin voll berufstätig, bin viel unterwegs, ich bin im Außendienst. Bin ich natürlich nicht so mega flexibel. Das heißt, also du hast jetzt gerade von Rechten gesprochen, aber welche Pflichten gehe ich denn ein? Muss ich im Monat mindestens dreimal dabei gewesen sein oder wie regelt sich das? Also, wenn sobald du deinen Ausweis in den Händen hältst, ist es ja eigentlich freigestellt, wie oft du dich beteiligst. Wäre nur schön, dich dann wenigstens ein- oder zweimal im Monat zu sehen, dass du dich dann auch wirklich beteiligst. Denn es nutzt ja nichts, sich in einen dieser Abholbetriebe einzutragen und dann da nur den Platz zu besetzen. Und womöglich wäre dann jemand anders, der mehr motiviert wäre. Okay. Hätte dann die Chance. Aber es ist halt so. Und die Zeiten sind teilweise sehr flexibel. Wir haben Unternehmen, da haben wir natürlich feste Zeiten, aber wir haben auch Unternehmen, bei denen wir retten, die ganz flexibel sind und wo man sagen kann, ja, ich komme von 6 Uhr morgens bis Mitternacht und sage nur kurz vorher Bescheid, dann und dann erscheine ich und komme die Lebensmittel holen. Aber wir kommen. Wir garantieren halt zu 100% Abhol. Das ist das, was du eingangs auch immer so ein bisschen beschrieben hast mit Kooperationsverträge. Ja. Das heißt,
Es geht bei euch in diesen Kooperationsverträgen ja nicht um Geld. Also Nein. du hast ja schon gesagt, Geld spielt bei euch keine Rolle, sei denn, es fällt jetzt mal irgendwie Pfandgeld an oder so, was halt gezahlt werden muss. Aber das heißt, den Vertrag an sich, den ihr eingeht, das ist jetzt auch aus Sicht einer Firma, die sich vielleicht dafür interessiert, jetzt nichts Wildes, sondern es sichert halt erst einmal, dass Dinge auch wirklich abgeholt werden, dass Ja. eine gewisse Regelmäßigkeit dabei ist. Also es regelt ein Stück weit die Verlässlichkeit. Genau, Oder sehe ich das falsch? das stimmt. Also wir garantieren tatsächlich, dass wir zu 100% kommen und auch zu 100% alles mitnehmen, alles gerettet wird, was da ist und nichts zurücklassen. Ja. Okay. Ja, also ihr habt es gehört. Ich meine, wir werden es unten in den Shownotes verlinken. Wir werden die Webseite verlinken. Ich weiß, Ja. ihr seid aber auf Social Media auch aktiv, Instagram, Facebook. Das Ein werden wir wenig, ja. natürlich unten mit reinpacken. Wen es interessiert. Ah, wichtige Sachen haben wir noch vergessen. Okay. Was ganz wichtig ist, dass so ein bisschen der Aufbau von Verteilern. In Münster haben wir gerade gestartet, Verteiler aufzubauen, aber ich würde das gerne sehen, wenn das halt deutschlandweit ermöglicht wird, dass halt so Lebensmittelverteiler in den einzelnen Ortsteilen und Bezirken aufgebaut werden, wo sich alle Menschen daran beteiligen können. So ein Verteiler hat nicht dann unbedingt was mit uns als Organisation Foodsharing zu tun, sondern soll ein Ort sein, wo Menschen Lebensmittel reinlegen oder rausnehmen, die sie nicht mehr benötigen oder wonach sie halt gesucht haben oder um sich zu versorgen, dass wirklich gar nichts mehr in der Tonne landet. Foodsharing betreibt ja quasi der eine oder andere schon zu Hause, indem er beim Nachbarn klingelt und sagt, oh, mir ist das Mehl ausgegangen, hast du noch ein bisschen Mehl für mich? Da beginnt ja Foodsharing schon. Und da sind wir dann auch wieder bei dem Punkt, wo die meisten Lebensmittel verschwendet werden und die letzten Zahlen der Bundesregierung, die ermittelt wurden, die an die EU übermittelt wurden, sind, dass in Deutschland halt 11 Millionen Tonnen Lebensmittel entsorgt werden. Und prozentual ist das so, dass tatsächlich der Privathaushalt mit 59% dazu schlägt. Und das ist natürlich enorm, ja. Und da würde so ein Verteiler natürlich helfen zu sagen, okay, ich fahre jetzt in den Urlaub, was mache ich mit dem Kram? Nein, ich schmeiße es nicht in die Mülltonne, ich lege es in den Verteiler, dass andere doch daran Das teilhaben. heißt, wenn wir jetzt sagen, wir legen es in den Verteiler, dann reden wir von, du hast mir gerade ein Foto gezeigt von einem Kühlschrank, der in einem Laden steht. Zum So ein Beispiel. Verteiler könnte aber auch ja, outdoor irgendwo sein, ein Genau. Kühlschrank, der in einer Art Bushaltestelle irgendwie eingebaut ist, wo man sagt, okay, das ist unser. Auch da bin ich dir dankbar, wenn du mal ein, zwei Beispiele von dem bringst. Vielleicht erklärst du nochmal, du warst in einer Zeitung, da habe ich jetzt gerade das Foto gesehen. Da steht in einem Laden ein Kühlschrank. Ja. Vielleicht erklärst du das Beispiel einfach mal. Das ist natürlich das schwierigste Beispiel überhaupt, weil wir so diese Freigabe auch immer über halt das Gesundheitsamt oder Ordnungsamt je nach Ortschaft bekommen müssen. Und dort an dem Verteiler, an dem ich stehe, ist Foodsharing als Lebensmittelbetrieb einkategorisiert worden und muss sich an sämtliche Hygienevorschriften halten, wie Ein- Ausgänge notieren, Haltbarkeitsdaten, Reinigungsplan, Kühlplan stellen, ja, die Kühlung ständig überprüfen und das ist natürlich sehr tricky und wir dürfen dort auch nur die Lebensmittel einlegen, die wir aus unseren Kooperationen holen. Also es sind uns da schon so ein bisschen die Fesseln angelegt und das ist nicht so öffentlich, wie wir uns das wünschen. In Münster gibt es eine andere Bewegung, die läuft hier über den Ernährungsrat der Stadt, in dem ich auch so ein bisschen beteiligt bin mit den Informationen, die ich natürlich über Foodsharing einbringen konnte. Und hier hat das Gesundheitsamt halt einen ganz anderen Weg gewählt. Wir dürfen also jetzt in Zukunft Verteiler errichten in der ganzen Stadt, auch im öffentlichen Raum. Und die einzige Auflage ist, dass da täglich einmal nachgeschaut wird und einmal die Woche gereinigt wird.
Das heißt aber, da dürfen dann Dinge hingelegt werden, die entweder wie eine Banane eine natürliche Schale hat oder Lebensmittelverpackungen, die geschlossen sind, oder dürfen da auch geöffnete Sachen oder selbstgebackene Kekse reingepackt werden? Nein, da gibt es natürlich eine kleine Einschränkung. Geöffnete Sachen dürfen nicht in den also in die Verteilung. Kühlschrank ist klar, wenn ein Kühlschrank existiert, kommen da die Kühlwaren drin. Es darf aber nichts Verarbeitetes wie Hackfleisch oder so weiter reingelegt werden. Und ja, Brot nicht mit Obst und Gemüse, sondern Brot braucht ein extra Regal mit einem extra Box und verschlossen. Und Obst, Gemüse halt so lagern, wie wir es kennen. Auch teilweise muss man ja diverse Sorten voneinander trennen, weil sie ja einen gewissen Einfluss aufeinander haben. Aber das ist schon wieder zu viel Wissen, das eigentlich gar nicht auch der Normalbürger so in sich hat. Und ja, wie gesagt, aber Aber du gucken sagst nur, dass es jetzt, sauber ist und ordentlich und in Münster ist jetzt schon ja ja. durch ein Gremium, durch die Stadt Münster. Jein, also der Ernährungsrat ist ja etwas, das sich aus den Bürgern gebildet hat. Okay. Und die Verteiler, also der hat mehrere AGs gegründet. Eins davon ist Ressourcenschonung. Und da haben wir uns halt, wie gesagt, das Thema gemacht, Verteiler in der Stadt aufzubauen. Und das startet jetzt tatsächlich einmal im Kinderhaus und einmal im Kreuzviertel. Okay, weißt du schon, wie die aussehen werden? Wird das etwas sein, dass das Outdoor ist oder? Nein, das ist tatsächlich diesmal Indoor. Tatsächlich ist es ein Regal in der Kirche, was schon sehr bewundernswert ist. Und einmal ist es halt in einem Begegnungszentrum im Vorraum, ein Kühlschrank und ein Regal. Und ja, das ist schon mal der Start. Das soll ja so eine Signalwirkung haben. Das soll sich ja ausbreiten. Und das Konzept kann dann, wenn es dann läuft, teilweise garantiert auch in anderen Städten so übernommen werden. Und das ist so mein, ja, so mein Zukunftsvision, dass halt so etwas in allen Städten entsteht. Mir fällt gerade ein, ich habe sowas tatsächlich schon mal erlebt, und zwar im Allgäu bei der lieben Jana, die habe ich besucht. Ja. Und da gingen wir an einem, ich meine, Bioladen vorbei. Und die hatten draußen wie ein Schrank. Ich Ja. würde schon sagen, wie ein alter Schrank, der halt angestrichen war. Da war so ein Zahlenschloss vor, also was man wohl, das jetzt tagsüber geöffnet war, abends konnten die es wohl zumachen. Und da sagt Jana, ja, du, wir müssen noch mal eben gucken, was an Kräutern vielleicht noch da ist. Und dann macht sie den Schrank auf und da lagen da auch verschiedene Obst-Gemüse-Sachen drin, die man sich halt einfach mitnehmen konnte. Ja, vielerorts ist es tatsächlich so, dass Verteiler schon existieren und auch gut angenommen werden und laufen. Und es gibt da so einige gute Beispiele, die ja zukunftsweisend eigentlich sind. Und ich hoffe, dass das halt ja, sich ausbreitet in Deutschland. Ich denke mal, ihr steht da ja auch mit keinem anderen Unternehmen oder mit keiner anderen Organisation in Konkurrenz. Ich denke mal, wir sagen jetzt einfach mal, wenn ihr so eine Stelle kennt, setzt sie gerne unten in die Kommentare rein. Wenn ihr da ein Konzept kennt, wenn ihr in irgendeinem Ort in Deutschland oder darüber hinaus so eine Möglichkeit kennt, schreibt rein, wo es ist. Und dann können sich Menschen daran beteiligen. Es braucht solche Ideen. Wir hatten auch im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen. Es gibt so Aktionen mit Bändchen, gelben Bändchen, glaube ich, an Obstbäumen, die als Signal dafür dienen, von diesem Baum darfst du dir halt runternehmen, was du möchtest. Ja, Die es dienen nicht gibt solche. einfach, aber genau solche Konzepte, die sind es halt, die wir sammeln müssen und die wir gerne unten in die Kommentare reinpacken können, aber Ja, es gibt ja so viele Dinge wie zum Beispiel Mundraub, wo dann die Obstbäume registriert sind auf der Webseite, wo man frei pflücken darf, zum Beispiel. Ja, das ist ja auch schon eine coole Sache. Und da sind garantiert auch viele Stellen in Münster dabei oder in euren Städten, wo auch immer. Einfach mal schauen. Da gibt es garantiert viel. Und es gibt zahlreiche Schrebergärten, die ihr Obst anbieten an Regalen vor den Toren. Das verbreitet sich immer mehr. ja, und dann muss man vielleicht halt auch einfach mal sich untereinander ein bisschen austauschen. Also ich bin gestern noch, nee, vorgestern bei meiner Mutter gewesen, auf dem Dorf. Und da hat witzigerweise von meinem Cousin, der Sohn,
alter landwirtschaftlicher Betrieb, der hat, ist 15, hat mit seinem Bruder, mit einem guten Freund zusammen, Kartoffeln angebaut. Und die verkaufen jetzt Kartoffeln. Okay, das ist jetzt etwas, das du bezahlen musst, aber A, allemal noch günstiger als im Laden. Top-Qualität. Und mein erster Impuls war natürlich, ich muss jetzt aber erstmal ein, zwei Leute anrufen und fragen, soll ich die mitbringen? Weil ich meine, es bringt natürlich nichts, wenn wir jetzt auf der einen Seite alles retten, aber dafür unendlich weit mit dem Auto in der Gegend rumfahren. Da müssen wir natürlich so ein bisschen gucken, wie. Was ist da klimafreundlicher oder wie ist das Ganze miteinander vereinbar? Aber ich habe da meine Cousine angerufen und habe gesagt, du sag mal, dein Patenkind hat Kartoffeln angebaut. Soll ich dir welche mitbringen? Und sie war total begeistert und sagte, natürlich, schmeiß einen Sack rein, gib ihm das Geld. Und ich glaube, da kommt es einfach darauf an, dass man sich da auch ein Stück weit einfach zusammenfindet. Ja, das stimmt. Ja, es gibt diese Vertrauensplätze, gibt es ja in ländlichen Gebieten sehr oft, dass die Bauern halt so ein Regal mitten am Feld aufgebaut haben mit einer Spardose und jeder kann sich nehmen und soll das Geld einfach reinwerfen. Das finde ich fantastisch, wenn das funktioniert. Ja, ist etwas, das hier im Moment gerade aktuell wunderbar auch mit Kürbissen funktioniert. Ja, Ne? Also genau. das ist so ein Klassiker, den man hier in der Region hat, aber auch Kartoffeln, Schnittblumen, unter Umständen noch mal ein bisschen Gemüse. Und ich habe da mal einen Bericht drüber gesehen, haben mir das aber auch sagen lassen von Bekannten, dass das in der Regel das Vertrauen auch wirklich nicht ausgenutzt wird, sondern dass das wirklich funktioniert und da höchst selten mal irgendwelche Dinge drin landen, die da eigentlich nicht reingehören und eigentlich das Geld halt dann auch wirklich da ankommt. Schön, wenn es funktioniert. Genau. Ja, ich würde sagen, bevor wir zu all den anderen Themen kommen, machen wir mal eine Dose auf. Müssen wir aber probieren, denn, wie gesagt, Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen. Wir schütteln ein bisschen. Aber Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen bedeutet ja, ne, wie war das noch, nicht heißt mindesthaltbar bis und nicht tödlich ab. Ja, das stimmt. Also von daher in diesem Sinne, ich sag mal, Prost. Salut. Ja. Lecker. Ja. Und so viel kann ich schon spoilern. Also ich werde gleich noch mal kurz zur Verteilerstelle mitfahren und ich werde mir da ein paar Paletten von sichern. Also Packung, Packung. Paletten Ja. wäre jetzt auch für mich ein bisschen zu viel. Aber ich meine, wie gesagt, da ist das Mindesthaltbarkeitsdatum gerade abgelaufen. Who cares? Ja, für alle Omnis gibt es hier immer so einen kleine Frage, die ich Ihnen stelle, ob Sie denn wissen, wie lange denn Ihr Joghurt, den Sie dann gleich wegwerfen werden, noch haltbar ist. Und bei Joghurt ist das halt so, da spielt es eigentlich auch keine Rolle, ob der jetzt vegan ist oder nicht. Und ja, der Joghurt, der ist sehr, sehr lange noch haltbar und die Frage können die nie korrekt beantworten. Daher weiß man dann auch, Sie werden ihn wegwerfen viel zu früh. Gut, es ist halt auch viel Anstellerei mit dabei. Ich habe Ja. in meinem Leben jemanden kennengelernt. Also wenn du dem heute, wenn der jetzt hier sitzen würde, ich würde sagen, pass mal auf, den Joghurt, den du vor 3 Wochen gegessen hast, Ja. der war aber schon einen Tag abgelaufen. Dann weiß ich, dann könnte der sich jetzt schon auf den Weg Richtung Toilette machen, weil er dann jetzt noch ein Problem damit hätte. Und bei mir ist das so, also wenn ich mal sehe, was ich aus der Speisekammer noch so raus. Ja. Finde, was lange Zeit verdeckt war, das funktioniert. Ja. Aber ich habe schon angesprochen, du machst noch andere Dinge. Ja, Lass das uns auch da stimmt. ein bisschen drüber reden. Welche Projekte oder welche ja, Projekte, so kann man es doch, glaube ich, wirklich am besten nennen, beschäftigen dich im Moment noch? Also ich würde es gar nicht mal so Projekte nennen, weil die lege ich ja nicht ab. Ich werde mich natürlich immer aktiv beim Tierschutz engagieren und alles unterstützen, was halt dem Tierleid entgegenwirkt. Und da gibt es ja so einige Bewegungen, die richtig gute Arbeit leisten. Und ich glaube, ich war seit 2019
habe ich bei keiner Demo hier in Münster gefehlt. Und das ist halt unterstützenswert, um halt den Stimmen eine, den Tieren eine Stimme zu geben und mal ein bisschen darauf aufmerksam zu machen. Genau, da haben wir uns auch kennengelernt. Ja. Ich glaube, da haben wir uns das erste Mal getroffen, auf der, Genau. wo es darum ging, die Schweinemastanlage zu verhindern. Ja, oder du bist gelaufen mit deiner Laufaktion und hast eine Fahne getragen. Ja, genau, Ja, das das war war diese, das. Ah das ja, war die das war die Geschichte mit der Schweinemast Maske. in, genau Genau, hier da vor war Ort. eigentlich so eine Fahrraddemo Demo, genau. geplant, aber ich musste sowieso noch laufen. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn da Kinder mit dem Fahrrad mitfahren können, dann kann ich auch nebenher laufen und bin dann Ja. da mit der Fahne nebenher gelaufen. Ja, und ich wollte dir schon ein Fahrrad schenken, habe gedacht, ach, guck mal, der Arme hat kein Ja, Fahrrad. mittlerweile habe ich eins. War nicht immer so, aber mittlerweile habe ich eins. Ja. Aber okay, das heißt, du beteiligst dich an den Demos, aber machst darüber ja auch noch aktive Arbeit. Das heißt, nimm uns mal so ein bisschen mit in deine, ja, in die, Fisch, ja, ich möchte es doch Projekte nennen, die du unterstützt, wo du in der Woche für aktiv bist. Denn Stefan ist, das kriegt ihr mit, ist ein sehr, sehr bescheidener Mensch. Aber wenn ich sehe, was der alles macht, ich bin zutiefst beeindruckt. Du hast zum Beispiel beim Parking Day in Hagen eine Straße, ein Teil einer Straße in ein kleines Paradies verwandelt, aber nicht so in dem da, wie es auf anderen Parking Days, wie ich es da erlebt habe, wo halt mal eben eine Couch auf die Straße gestellt worden ist oder fünf Sitzkissen hingeschmissen worden sind und dann hieß es so, Mensch, ihr könnt das euch gemütlich machen. Du hast mit anderen Menschen zusammen einen Holzboden gebaut, Ja. angepasst an den Bürgersteig. Bürgersteig, alles auf ein Niveau gebracht. Du hast ja Blumenkübel gepflanzt. Wie ist es zu der Aktion gekommen? Naja, das ist natürlich nicht auf meinem Mist gewachsen und ich habe mich da ja nur dran beteiligt. Aber wenn ich mich beteilige, dann richtig. Und ja, wir haben über 3 Tage hinweg sämtliche Parkbuchten auf einem großen Abschnitt einer Straße bepflanzt, bebaut mit Parklets, wie man so schön nennt, die komplett aus Holzdielen bestanden. Die haben zuvor 90 Kübel, bepflanzbare Kübel gebaut aus Holz, alles zugesägt. Und ja, das dauert schon so ein bisschen, da muss man sehr viel Zeit investieren. Ja, dann. Hatten Aber wir auch, und aber wir haben das. die halt, wir haben versucht, die urbane Stadt halt umzuwandeln in eine bepflanzte, begehbare Stadt ohne Autos, die autofreie Stadt. Ja, Aber und wer hat das Motto gehabt? Also war das zugehörig zu dieser Parking Day Aktion oder wodurch ist das entstanden? Und mit wem hast du das gemacht? Weil du sagst, das ja. ist jetzt nicht nur auf deinen Mist gewachsen, aber dann stell uns auch kurz vor, wer steht denn dahinter? Also dahinter steht quasi auch ein Verein und eine, ja, ein Zusammenschluss. Das heißt in Hagen natürlich Hartopia oder unser Nachhaltigkeitsverein in Hagen, den wir dort gegründet haben mit einem Umsonstladen, mit einer offenen Werkstatt, mit einem Leihladen und einigen Konzepten, die wir in Zukunft umsetzen. Wir sammeln halt Güter und Dinge dort und betreiben diesen Umsonstladen. Und da steppe ich natürlich immer auch ganz, ganz viel heran. Hat jetzt gerade in der Krise mit dem Krieg hatten wir diesen großen Vorteil, dass wir bereits sehr viele Güter hatten, die wir dann natürlich an die flüchtenden Menschen verteilen konnten. Und auch immer noch können und sammeln stetig. Und ja, da bin ich dann auch ziemlich aktiv und mindestens einmal die Woche Aber dabei. das scheint ja auch etwas zu sein, was sich Ja. gut kombinieren lässt, ne? Also auf der Ja, einen Seite ja. Lebensmittel retten, auf der anderen Seite umsonst laden. Das passt ja schon wieder so ein bisschen zusammen. Ja, es geht generell um ein nachhaltiges Leben, dass wir halt in einer Konsumgesellschaft leben, die, wenn sie so weitermacht, uns natürlich komplett ruiniert. Und da muss man halt was ändern. Und ich weiß nicht, wann ich mir das letzte Mal irgendwie ein Kleidungsstück gekauft habe oder so. Es kommt wirklich wie so ein Tauschladen für mich. Ich bringe sehr viel hin und ich miste bei mir selber aus, weil
Wenn man sich überlegt, braucht man das alles? Braucht man so viele Sachen in seinem Leben? Muss man da die Schränke voll haben? Nein, das braucht man im Prinzip nicht. Und da habe ich halt rigoros angefangen auszusortieren. Und es finden halt andere Menschen halt Freude daran. Und es ist egal, was es ist, ob es für uns ein unnützes Teil ist, dann kann für jemand anders sehr viel Freude bedeuten. Ne? Ja, absolut. Kannst du dazu dem Projekt noch ein bisschen mehr sagen? Du hast die Organisation angesprochen, aber wie groß seid ihr? Mit wie vielen Leuten macht ihr das? Wer bringt sich da ein? Ja, Weil ich wir meine, sind. wenn du sagst, ein Umsonstladen, das Ja. klingt für mich schon wie eine Geschichte, naja, Ladenöffnungszeiten, da Ja. muss jemand regelmäßig sein. Das ist eine Verbindlichkeit. Also welche Menschen stehen dahinter? Tatsächlich sind wir auch da nicht sehr viele Menschen, die aktiv sich beteiligen können. Wir haben halt so geringe Öffnungszeiten, dreimal die Woche, montags, mittwochs und freitags von 16 bis 19 Uhr. Und eigentlich sieht man dort immer die gleichen Gesichter. Aber ab und zu kommt doch mal wieder eine interessierte Person dazu, die uns unterstützen wird oder will. Und selbst das muss halt wachsen, wie Foodsharing wachsen muss, wie alles wachsen muss, wo der Mensch halt erstmal zum Umdenken kommen muss. Und das ist das Problem. Aber die Idee dahinter ist, einfach wieder auch da wieder einen Platz zu schaffen, wo Menschen mit, ich will jetzt gar nicht mal sagen, nicht nur Menschen mit einem geringeren Einkommen, sondern Nein. auch Menschen, die halt einfach sagen, ich möchte nicht, dass Dinge verschwendet werden, dass Ja. noch brauchbare, nutzbare Sachen dem Kreislauf wieder zugeführt werden, wo diese Menschen sich organisieren. Genau, so ist das. Und da gibt es natürlich auch gar keine Begrenzung. Und natürlich kommen sehr viele bedürftige Menschen zu uns. Und das ist ja auch gut so. Weil wo sollen sie das Geld hernehmen, wenn jetzt die Kosten so ins Astronomische steigen. Aber es kommen tatsächlich auch Menschen, die aus ja, gut abgesichert sind und ein gutes Einkommen haben, die gerade Dinge bringen in den Laden, um sie zu spenden und dann sich einfach mal umschauen und dann sehen, aha, guck mal, das ist das nicht schön, das würde ich gerne mitnehmen. Und das dürfen sie natürlich auch. Und es ist tatsächlich kostenlos. Aber natürlich stehen wir uns Spendendosen rum, denn wir müssen uns ja auch irgendwie finanzieren, wir müssen die Miete zahlen. Ja, unsere Projekte wollen gefördert werden und da müssen wir natürlich ein geringes, ja, Grundkapital mitbringen. Ja, und wir Das ist versuchen. etwas, was wir auch, da können wir auch ruhig drüber reden, was wir auch thematisiert haben, als es jetzt um die Rettung der Dosen geht. Du hast Bullis organisiert, die natürlich nicht auf Wasser fahren, Nein. selbst der müsste aber ja auch noch bezahlt werden, sondern die natürlich vollgetankt werden müssen. Also das heißt, ihr müsst schon irgendwie sehen, dass ihr die Kosten dementsprechend wieder reinbekommt. Und das ist natürlich über Spenden sicherlich machbar. Ja, natürlich. Gibt es da, ich meine, wenn du jetzt sagst, da kann man Dinge abgeben und jemand sagt, jo, das ist auch noch interessant, gibt es da irgendwelche skurrilen Dinge, die da, oder wovon reden wir da? Reden wir von der Blumenvase? Reden wir über die alten Tupperpötte, die jemand aus Nachlass Ja. oder das alte Porzellan aus Nachlass vielleicht loswerden möchte, weil er sagt, naja, Oma hat es immer gehegt und gepflegt. Können wir doch jetzt nicht auf den Müll schmeißen. Das würden wir euch gerne noch zur Verfügung stellen. Ja, und das ist tatsächlich so, dass da war ich ganz erstaunt, dass halt so das Geschirr von der Oma halt bei uns im Umsonstladen steht und es kommt eine junge Familie und findet das alles einfach ganz toll. Sehr nostalgisch und haben das dann komplett mitgenommen. Dann war das weg und das ist ja toll. Also, die haben sogar richtig Freude daran gehabt. Und ja, wir haben ja im Prinzip alles. Ist egal, was es ist. Bis zu Kleinstmöbeln, aber das eher weniger. Aber wirklich, wir haben ganz viel Kleidung, wir haben Bücher, wir haben CDs, wir haben Werkzeuge. Es ist einfach alles da. Aber Alles, was wir so halt in unseren Regalen zu Hause haben. das sind Dinge, die euch gebracht werden. Gebracht werden, genau. Das heißt, ihr macht jetzt nicht die Haushaltsauflösung für die Tante Mizi, die jetzt vielleicht verstorben ist, wo man sagt, naja, da müssen wir jetzt immer noch die Enkel Das sagen, da können wir jetzt nicht alles machen. Wollt ihr das nicht lieber machen? wäre schön, wenn wir die Kapazitäten hätten.
Aber wir sind ja natürlich extrem nachhaltig. Da fahren wir natürlich nicht mit einem PKW hin. Es wird kein Verbrennungsmotor eingesetzt, um eine Haushaltsauflösung zu machen. Das bedeutet, es wäre schön, wir wollen kein eigenes Fahrzeug besitzen. Wir möchten das natürlich teilen. Wir wollen alles teilen. Das bedeutet, wir brauchen einen Carsharing-Pool oder einen Pool, wo Fahrzeuge auch geteilt werden. Das ist ja auch die Zukunft. Unsere Innenstädte sind verstopft mit Fahrzeugen, wo ja auch der Parking Day darauf hinweisen sollte. Und das ist halt nicht nötig. Die Fahrzeuge werden 45 Minuten am Tag genutzt und der Rest stehen sie herum. Und wofür? Und haben enorme Kosten, die sie verursachen. Und die Umwelt wird halt verpestet, weil jeder sitzt allein in seinem Fahrzeug. Und ja, das könnte man sich auch teilen. Es Ja, müsste was halt. tatsächlich, finde ich, immer sehr, sehr erschreckend ist. Also, ich meine, ich bin jetzt ja berufsbedingt sehr viel im Auto unterwegs, aber wenn ich gucke, wer mir entgegenkommt, wie du schon sagst, das sind in der Regel Autos mit einer Person. Ja, Gerade genau. in der Berufsfahrzeit, in der Rush-Hour-Zeit. Ja, ich würde mir wünschen, dass da zum Beispiel in all diesen Bereichen die Menschen Fridays for Future besser zuhören würden, weil da sind die richtigen Argumente, die wir brauchen, um ja, vielleicht unseren Planeten nicht ganz untergehen zu lassen in Kürze. Ja. Gut, du hast natürlich mit den Aktionen, die du machst, aber auch mit so einem Parking Day, wo ja auch genau diese Dinge auch thematisiert worden sind. Und wir müssten eigentlich nochmal gucken, ob wir als Hintergrundbild für eine der Social Media Ankündigungen noch ein Foto von der Straße finden Finden mit wir den Holzbalettern. garantiert. Also das schickst du mir einfach nochmal zu, wir müssen ja Ja. gleich eh nochmal drüber reden. Grandios. Also ich bin schier begeistert gewesen. Ich meine, ich durfte ein paar Fotos Ja. schon sehen. Also was ihr da aufgebaut habt, ist natürlich wunderbar. Wie kam es bei den Leuten an? Unterschiedlich. Also Oh. ich hatte selbst einen Stand mit Foodsharing. Ich habe tatsächlich einen kompletten Slot besetzt und neben mir war jemand, der halt die Stadt auch bepflanzen will mit essbaren Kräutern, mit seiner Aktion und daran gut arbeitet, das zu etablieren, zumindest schon mal in der Stadt. Und das auch in anderen Städten, die ich gesehen habe, halt, wie gesagt, die essbare Stadt an sich ist ja auch ein großes Thema, das auch hier in Münster vorangetrieben werden soll. Und das ist alles so verknüpft. Wenn man sich da erstmal anfängt, Gedanken zu machen, wie viele gute Dinge und Entwicklungen und Bewegungen es gibt, um halt es schön zu machen. Und das erste Feedback, was halt kam, war so eine Gruppe spielender Mädchen, die auf der Straße spielen konnten, ohne Gefahr, ohne Straßenlärm, die dann sagten, oh schade, ihr baut das jetzt alles wieder ab. Wir konnten nur so schön auf der Straße spielen. Und es gibt da ganz einfach keinen Platz für die Kinder, wo sie vernünftig spielen können. Und ich, gut, wir sind ist ein bisschen älter. Früher gab es vielleicht nicht ganz so viele Autos, als ich Kind war, konnte ich auf die Straße gehen In der und Siedlung haben es. wir auf alle Fälle noch auf der Straße gespielt, ne? Das war egal, ob das Völkerball oder Brennball, so wie es halt früher hieß, oder vom Seilspringen. Also wir haben alles Mögliche da gespielt, ja. Genau. Gut, heute gibt es andere Möglichkeiten und ich würde niemals sagen, früher war alles besser, weil heute ist auch alles gut, bloß wir müssen halt dran arbeiten, dass es gut bleibt. Ja, auch für unsere Nachkommen. Ja, es gibt natürlich immer in jeder Zeit, auch wenn man sich zurückerinnert, früher hat man auch immer gemeckert über irgendwas und heute haben wir auch genug zu meckern. Aber es ist auch gut so, weil daraus entsteht halt eine Entwicklung und ja, daran können wir immer noch gut arbeiten und was ändern. Absolut. Also wie gesagt, solltet ihr Projekte kennen, die in diese Richtung gehen, packt sie bitte unten in die Kommentare. Wie zu jeder Folge versuchen wir auch hier so ein bisschen die Möglichkeit zu bieten, Dinge zu sammeln. Wir werden natürlich einige Sachen in die Shownotes mit reinpacken. Ja. Jetzt bist du ja in verschiedenen Bereichen aktiv. Gibt es noch etwas, wo wir jetzt drüber reden sollten, was wir den Leuten vielleicht noch mitgeben könnten, wo du sagst, naja, das ist eine Organisation, die liegt dir sehr am Herzen, oder das ist eine Aktion, ein Projekt, das dir sehr am Herzen liegt. Ich meine, ich weiß, du fotografierst sehr viel auf den Demos, du beteiligst dich ja sehr, sehr viel. Und wie gesagt, wir sind in ganz Deutschland, wenn wir geguckt sind, sind wir unterwegs. Gibt es da noch etwas, wo du sagst,
Da reden wir noch mal kurz drüber. Naja, du hast gesagt, ich wäre so ein bescheidener Mensch. Ja, ich bin nicht so der Mensch, der so im Vordergrund steht. Also, du wirst dann ja auch sehen, so Instagram oder Facebook, wo ich dann auch einen Account habe, da sieht man nicht viel, was ich mache. Ich bin nicht so der Zeigemensch, der zeigt, guck mal, hier, da war ich und an diesem Ort und hier ist ein schönes Bild und das habe ich gekocht oder hier diese Persönlichkeit, mit der habe ich mich fotografieren lassen. Das gibt es bei mir nicht in der Art. Nur wenn es wirklich vielleicht mal bitter nötig ist, etwas zu unterstützen, dann will ich das tun. Aber naja, so vom Typ her bin ich halt nicht dazu. Was dich ja auch auszeichnet. Aber du hast sicherlich bei all den Projekten, die du machst, vielleicht noch eins, wo du sagst, da möchtest du vielleicht noch ein paar Takte zu sagen. Es gibt ja zu allem immer noch was zu sagen. Ne? Das ist ja so, das ist ja ein Thema ohne Ende. Und wie man so sieht, ich bin halt immer beschäftigt und habe gar keine Zeit, mir großartig Gedanken für den heutigen Tag zu machen und habe mich so gar nicht vorbereitet und sage, komm doch mal vorbei. Und dann hat sich der Termin auch für mich verschoben, weil wieder, ja, ich wieder ein Tier von der Straße geholt habe, bevor es überfahren wird und da die halbe Straße abgesperrt habe. Oder ich habe zuvor noch eine Rettung gehabt. Ich habe jetzt noch den Kofferraum voll mit irgendwelchen Getränken. Und ja, diesmal kein Obst und Gemüse. Also deswegen konnte ich hier leider nichts mitbringen, weil die verteile ich immer sehr schnell. Also Das wird. diesmal war es Obst in Flaschen. Also von daher, also ja, Ja, es das. ist, das ist im Miteinander mit Stefan wirklich immer schon sehr, sehr spannend. Erstmal schreibt er dir von wegen, da ist ein Tier vors Auto gelaufen. Ich komme ein bisschen später, dann denkst du, mein Gott, was ist passiert? Ja, kommt an und sagt, das erste Mal, er war ein Igel, der hatte sich zusammengerollt, der lag an einer Stelle. Da hat er nicht so große Überlebenschance, also habe ich den erstmal an die Seite gepackt. Ja, ist doch toll. Ich meine, ich finde es doch großartig. Dann kommst du rein, sagst ja, ich habe aber gerade noch Lebensmittel gerettet. Das ist etwas, ja, ich finde es so wichtig, dass wir das wertschätzen und dem eine Plattform bieten. Ja, natürlich. Und dann fährt man dann auf der kurzen Strecke natürlich wieder, weil das so die Richtung hier ist, wie an so einem ja, Schweinetransporter vorbei. Und als nächstes hinter so einem Jägerfahrzeug und ja, das gibt dann immer so unschöne Gedanken dann, ne? Dass man immer wieder daran erinnert wird, jetzt sitzen da wieder so Kreaturen drin, so arme Wesen, die gleich abgeschlachtet werden. Und das ist der Grund, warum ich halt vegan geworden bin und hauptsächlich, weil das war so dann der Ausschlag. Und ich verstehe dann Menschen nicht, denen man diese Informationen gibt, was da gerade geschieht, dass sie sich umdrehen und sich eine Bratwurst kaufen. Und ja, ich bin jetzt nicht so radikal oder ich möchte sie nicht vollreden mit Dingen, weil die machen dann ja sowieso zu und hören gar nicht wirklich mehr zu. Das ist für die nur Beschallung, unnütze. Aber sie werden vermutlich irgendwann aufwachen, wenn ihre Krankenversicherung sagt, weil sie verursachen mit durch ihren Konsum von zu vielen tierischen Produkten zu viele Kosten, weil sie die und die Erkrankung jetzt haben, die sich hätten sparen können, wären sie vegan gewesen. So ist das. Was wir natürlich in diesem Zusammenhang vielleicht auch nochmal anmerken Ja. sollten, wir wollten dich ja auch einfach ein bisschen kennenlernen. Vielleicht habt ihr es mal ausgerechnet, du bist 57. Ja. Du bist seit 7 Jahren vegan. Ja. Das heißt aber auch erst mit 50 erst vegan geworden. Ja, geht also. Es geht, genau. Das ist Ja. das, wo man einfach mal drüber reden muss. Veganismus ist nicht etwas, eine Revolution der Ja. 20-Jährigen, sondern das ist auch mit 50 noch möglich. Bei mir war es 45, bei dir ist es jetzt war es mit 50. Das geht. Ja, ähnlicher Zeitraum dann, ne? Ja. Genau, aber das ist, und letztendlich ja auch durch die Kinder, Enkelkinder, eine ähnliche Situation, dass man sich halt Gedanken macht, ja, sag mal, wo stehen wir, wo wollen wir hin und wie können wir dazu beitragen, ja, diese Welt wieder ein bisschen lebenswerter zu machen. Und da hast du heute tolle Ausblicke aufgezeigt. Du hast tolle Projekte vorgestellt. Also wie gesagt, ich bin
Also ich verspreche euch, Ende der Woche bin ich auf dieser Seite angemeldet und habe den Fragebogen bestanden. Ja gut, ich habe einen Telefonjoker. Also was soll mir passieren? Im Zweifelsfall rufe ich dich an. Wir kriegen das schon hin. Aber ich will da mitmachen, weil das ist natürlich eine Geschichte. Ich finde es halt einfach so traurig. Gut, ich komme vom Land, muss man ganz klar sagen. Ich komme aus einer 2000-Seelen-Gemeinde, bin Sonntag bei meiner Mutter gewesen. Sagt meine Mutter zu mir, naja, pass mal auf, bei uns im Garten so viele Äpfel waren zu viele. Ich habe noch da Äpfel abgegeben, da Äpfel abgegeben. Für Tante Maria habe ich dann noch habe ich Apfelmus gemacht, die kann es mit den Händen nicht mehr. Umgekehrt habe ich aber von der Tante noch Birnen bekommen. Von da kriegen wir jetzt noch Pflaumen, die müssen wir jetzt noch einmachen. Ich bin aktiv mit der Nachbarin gegenüber. Und da funktioniert dieser Austausch. Da wird untereinander vielleicht auch nochmal gefragt, ja, sag mal, ich habe hier noch Zucchini, wolltest du noch welche haben? Und dann geht das von einem Garten in den nächsten. Bei mir funktioniert das mit der Cousine, die halt drei Häuser, vier Häuser weiter wohnt, die dann halt auch schon mal anrufen und sagt, Kassen, ich habe in meinem Ruhrgebiet so viel Salat, wolltest du nicht eben Salat abholen? Da funktioniert das. Aber in einer immer anonymer werdenderen Stadtgesellschaft braucht es Initiative wie die von euch, die das halt möglich macht, gerade wenn es halt, jetzt sind wir wieder bei der Studentenstadt, bei der Studierendenstadt, ja, man vielleicht aus einer ganz anderen Region kommt, man noch keine Menschen kennt, aber man sich da trotzdem beteiligen möchte. Und da finde ich es großartig, was ihr macht. Und ich hoffe und ich würde mir natürlich wünschen, dass auch viele, die vielleicht ein bisschen älter sind, die jetzt nicht mehr gerade studieren, sondern darüber hinaus einfach diese Idee des Teilens von Lebensmitteln so gut finden, so bewundernswert finden, dass sie sich einbringen wollen. Und da würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn der ein oder andere sich da beteiligt. Jetzt hast du nicht wahnsinnig großen Content bei Instagram, bei Facebook. Aber wir werden deine Profile verlinken. Und ich denke mal, wenn jemand Fragen hat diesbezüglich, darf er sich an dich wenden. Ja, sehr gerne, natürlich. Weil das ist das, wir haben im Vorfeld ja auch ein, zwei Mal drüber telefoniert. Du hast wahnsinnig viel zu erzählen, du hast wahnsinnig viel zu geben. Und von daher verknüpft euch bitte einfach mit Stefan und hört da einfach mal zu. Und wenn es so etwas bei euch in der Gegend nicht gibt, auch da, Stefan hat betreut zwei Gruppen, nochmal in Münster und in Hagen. Ja, im Team, da bin ich ja Im nicht alleine, ja, also das ist ja. Team, aber natürlich hast du Kontakte, du weißt, wie muss so eine Gruppe aufgebaut sein, wie viele Leute brauche ich innerhalb der Gruppe, wie können wir vor Ort da etwas machen. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt ihn bitte an. Ich warne euch ein bisschen vor, er hat noch viel um die Füße. Kann ja schon mal ein Stündchen dauern, bis er antwortet, aber ihr kriegt eine Antwort. Ja, das liegt Danke. aber an meiner seltsamen Lebensweise, weil ich quasi Nachtschicht habe. Also ich gehe sehr früh ins Bett, das bedeutet so 5 Uhr morgens ist früh und ich schlafe dann halb bis mittags. Okay. Also wer mich morgens erreichen will, Also er ist quasi nachtaktiv, ja. so könnte man das sagen. Aber das gibt mir natürlich jetzt noch die Möglichkeit, wenn wir jetzt gleich die Shownotes besprochen haben, können wir jetzt gleich noch zur Verteilerstelle fahren Ja, und genau. können noch ein bisschen was von dem leckeren Haferdrink retten. Beziehungsweise du hast es schon gerettet, aber ich kann dir noch ein bisschen was abnehmen. Sehr gut. Es Denn sind ja ich noch ein paar da. glaube, dass das ist auch wirklich etwas sehr Füllendes, das diese Arbeit auch bietet, wenn nachher auch wirklich viel weg ist. Weil ich glaube, das, was dich am meisten schmerzt, ist wahrscheinlich, wenn du am Ende dann etwas wegschmeißen musst, oder? Ich schmeiße ja nichts weg. Also bei mir wird tatsächlich alles verwertet. Wenn ich halt Dinge habe, wo ich sehe, oh, das ist ganz knapp, ich verwerte sie ja direkt. Also dann muss ich mich halt an den Herd stellen und die verarbeiten, verkochen und da mache ich halt was Leckeres draus. Und da, ja, könnte ich viele tolle Rezepte bestimmt anbieten, die noch keiner so in der Form gesehen hat. Also es lässt sich ziemlich viel kombinieren. Ich mache so eine Crossover-Küche.
war früher noch viel in der Welt unterwegs, das bin ich heute nicht mehr. Ich fliege seit 2019 nicht mehr. Und ja, da habe ich noch meine Impressionen alle und ich habe mir früher immer halt international. Wenn du das eine oder andere Rezept für uns hast, also in Ja. den Shownotes ist einiges am Platz oder wenn du Links dazu hast, wo man sich das angucken kann. Da fällt mir aber eine Sache noch Ja. ein, wo wir unbedingt noch drüber reden müssen, weil du hast mich eingeladen. Ich konnte leider nicht an dem Tag, was ich eine super gute Idee fand. Und ich wusste nämlich, dass da noch etwas kommt, wo wir drüber reden müssen, weil alleine die Begrifflichkeit mich schon sowas von happy macht und ich das so gut finde, das ist nämlich eure Ach, Schnippeldisco. Schnippeldisco, jetzt hätten wir es beinahe vergessen. Ja, das ist ja Ja, eine weil, coole Aktion. ne? Genau. Erzähl mal ganz kurz, was habt ihr da gemacht? Ja, also Schnippeldisco habe ich jetzt nicht hauptsächlich organisiert. Da habe ich mich auch nur dran beteiligt mit meiner Hilfe, mit meinen Händen. Und das haben andere Menschen in die Hand genommen, in Münster zum Beispiel. Und da werden halt kontinuierlich erstmal viele Lebensmittel gerettet und dann laden wir die Bevölkerung ein bei einem Event, wo wir dann halt auch, wir hatten DJ, wir hatten zwei tolle Acts da und also mit Musik und haben die Leute eingeladen, bringt euch euer Brettchen, euer Messer mit oder auch ein Besteck oder einen Teller und wir bereiten gemeinsam die Lebensmittel zu, also es wird geschnippelt, jeder bekommt so eine Art Gemüse und bekommt ein bisschen gesagt, was wir damit machen wollen und wie es geschnitten werden soll. Und wir verkochen das dann und dann essen wir gemeinsam und das alles kostenlos und mitten in der Stadt. Und da kann sich jeder beteiligen, der vorbeikommt. Leute, ich habe die Fotos gesehen, sensationell. Das sah, Ja. es tat mir wirklich in der Seele weh, dass ich an dem Abend nicht konnte, aber es sah so toll aus. Ihr habt die Fotos später dann, oder nicht, also ihr, die Organisation hat die Fotos dann geteilt auf verschiedenen Kanälen und es war wirklich sensationell. Es war ganz, ganz bunt. Da waren von kleinen Kindern bis zu sind, das war wirklich komplett durch die Bank, da war jedes Alter vertreten. Ja. Und man hat gemeinsam an langen Tischen, wie so Bierbänke, wie man es vielleicht jetzt gerade aktuell vom Oktoberfest kennt, da Menschen dran gesessen haben, geschnibbelt und dann wurde zusammen gegessen. Das finde ich, das sind schöne Aktionen, die absolut unterstützenswert sind. Ja. Und Ja, damit zeigen wir halt auch auf, was kann man so mit geretteten Lebensmitteln, die normalerweise, um es salopp zu sagen, wir essen dann Abfall. Es sind ja Dinge, ja. die haben die Unternehmen, wollten die wegwerfen. Das war für die Abfall, ist abgeschrieben, das hat für die keinen Wert mehr. Und das ist dann abgeschrieben und wir machen halt was Schönes daraus. Und einfach nur, um darauf hinzuweisen, schaut mal, was man da noch Tolles hat. Mitmachen kann und dann diese Masse an Menschen auch noch versorgen kann. Und ich kann da nur immer wieder drauf hinweisen, viele machen es im Bereich Container. In der Folge mit Pia Kraftfutter habe ich darüber gesprochen. Ich werde die Folge unten nochmal verlinken. Einer ihrer Lebensgefährten, nämlich der Tonnentaucher Welpe, heißt er, glaube ich. Das suche ich nochmal raus. Der macht das also auch wirklich sehr offensiv, weil er halt einfach sagt, rechtlich hin, rechtlich her, das ist mir egal. Es geht Genau. um Lebensmittel, die eigentlich auf dem Müll landen und wir retten diese Lebensmittel. Und da sieht man immer wieder wunderbare Postings, wo denn dann gezeigt wird, naja, was letztendlich aus der Tonne geholt worden ist und was dann draus gemacht worden ist. Und das finde ich einfach total bewundernswert. Ja, ich habe allerdings tatsächlich schon Unternehmen gefunden, die Lebensmittel, die sie normalerweise in die Tonne legen, die legen die guten Sachen oben auf die Tonne für die Leute, damit sie nicht an den Tonnen noch rumwühlen müssen. Einfach oben drauf. In Kisten und dann kann sich da jeder Mensch bedienen und die haben auch mit uns gar keine Kooperation, die machen das einfach auf eigene Faust und das würde ich ja dann begrüßen, wenn es tatsächlich die Geschäfte selbst ihre Verteilschränke hätten vor den Städten, weil das Ich Prinzip kenne ich ja schon. Das hast du mit den Kräutern erlebt im Allgäu und das gibt es in Süddeutschland häufiger, dass tatsächlich kleine Holzhäuschen sogar gebaut wurden und siehe da. Diese Unternehmen oder diese Händler haben gar keinen Einbruch im Umsatz, sondern ganz im Gegenteil. Die Menschen bedienen sich an den Schränken und gehen dann drin noch einkaufen und holen noch etwas dazu, was sie dazu benötigen, um das zuzubereiten. Es hat also auch den Effekt, dass sie
dementsprechend auch ein gewisses Ansehen erlangt haben, weil sie halt keine Lebensmittel wegwerfen und sie verschenken. Und die Kunden werden deutlich nicht weniger, sondern eher mehr. Wir schaffen auch da wieder eine Win-Win-Situation. Und das Genau. ist eigentlich das, was wir halt großartig finden und was es lohnt zu unterstützen. Ja, und ich weiß es halt auch aus einem Bioladen, wo es hinten zum Parkplatz hin die Tür zum Lager gibt und irgendwann, ich glaube am Freitagnachmittag, also kurz vorm Wochenende, habe ich das schon ganz oft gesehen, da steht die Tür einfach auf und dann werden relativ dezent da zwei Kisten mit altem Gemüse Ja. rausgeschoben und dann hocken da zwei, drei Leute davor, die sich die Sachen raussuchen, die sie jetzt gerade halt gebrauchen können. Und ich finde es großartig. Ich finde es wirklich großartig und ich finde, die Lebensmittelverschwendung, wie wir sie erleben, die muss aufhören und jeder, der da einen Beitrag zu leistet, solltet ihr also jetzt noch meinetwegen eine Webseite kennen, wo jemand oder ein Instagram-Profil, wo jemand aus den geretteten Lebensmitteln wiederum kocht, müsst ihr mir nicht großartig schicken, setzt es einfach unten in die Kommentare mit rein. Also jeder hat ja die Möglichkeit, über Teilen, über Liken und über Kommentieren aktiv auch an dem Projekt ganz normal vegan teilzunehmen und bringt euch da gerne mit ein und setzt es dann halt einfach mit unten drunter. Und ich würde sagen, Gehen jetzt schleppen. wir gehen jetzt auch schleppen und packen meine Autonummer voll, denn Ja. lecker, habe ich vielleicht schon erwähnt. Ja, ich bin Wir zwar halten es nicht. auch mal. Ja, Also wir machen keine Werbung, aber ich halte es trotzdem mal in die Kamera. Ein Unternehmen, das sich entschlossen oder das den Entschluss gefasst hat, wir schmeißen etwas nicht weg, sondern wir stellen etwas zur Verfügung. Genau. Und da haben wir jetzt keine Werbung für gemacht. Ich sage nur, ich trinke das gerade und ich finde es sehr lecker. Okay, es ist eine Alu-Dosis, aber ein Wertstoff, der noch zu recyceln ist. Okay, ja, Aber sie arbeiten gut. halt nicht mit Tetra-Paks und das ist auch schon Eben mal, genau. naja, Sie, ein und sie arbeiten Anfang. mit euch zusammen. Ja, Also das auch. ich sage jetzt nicht, kauft das, aber ich sage, es ist lecker. So, den Rest müsst ihr selber daraus machen, aber das ist natürlich eine unbezahlte Werbung. Ganz im Gegenteil, ich werde dir natürlich, da musst du gleich dran denken, das Geld für das Pfand wiedergeben. Auch das ist eine Geschichte, das muss natürlich passieren, aber das werden wir machen, das kriegen wir Ja. geregelt. Ja, oder ihr rettet einfach diese Dosen, wo ihr sie seht. Also sie werden ja über zahlreiche Portale auch gepostet, einfach da, wo sie gerade zur Verfügung stehen. Natürlich hauptsächlich in Münster und in Hagen. Aber naja, wenn ihr in der Nähe seid, schaut einfach und dann holt sie ab. Und auch da, wie gesagt, ja, klar, müssen wir vielleicht auch sagen, wenn ihr hier aus der Region kommt, aus NRW kommt, dann sagt, naja, okay, ich bin sowieso in Münster oder ich bin in Hagen sowieso unterwegs und ich hätte da gerne was von. Auch da soll man dich am besten anschreiben. Genau. Wir können gucken, was wir an Links unten mit reinpacken können. Das werden wir morgen übermorgen noch eben besprechen. Aber ansonsten setzen wir alles in die Shownotes rein. Schaut auf alle Fälle in die Shownotes. Das lohnt sich immer bei jeder Folge, denn wir geben uns da wirklich sehr viel Mühe, möglichst viel zusammenzupacken. Ich denke mal, Ja. wir machen uns auf den Weg. Ja, müssen wir ja, Aber oder? nicht ohne Danke zu sagen. Schön, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie gesagt, ich weiß, dass du heute aus Hohenlimburg, du bist unterwegs gewesen, du bist gefahren. Und ich weiß, du hast wirklich immer viele Aktionen, die du machst und du bist sehr beschäftigt, hast dir trotzdem die Zeit genommen, um über dieses wichtige Thema aufzuklären. Und da sage ich ganz recht herzlich Dank für. Ja, aber vielleicht noch ein Hinweis: Es finden ja demnächst noch zwei Messen statt in Münster. Das ist einmal die Autarkia am 8. und 9. Da werden wir einen Stand haben. Und im November nochmal die Veginale und Fairtrades. Da werden wir natürlich auch von Foodsharing aus einen Stand haben. Da wird es garantiert auch noch diese Drinks geben. Aber es sind zwei tolle Messen, die natürlich intensiv mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Und da kann man sich hervorragend informieren. Haben, glaube ich, beide eine Webseite, packen wir unten Ja, auf alle Fälle in die Shownotes mit rein. super. Also zumindest ja, diese Folge erscheint zu einem Zeitpunkt, da habt ihr zur ersten Messe noch eine Woche Zeit, Ja. euch quasi auf den Weg zu machen und die Novembermesse natürlich sowieso auch. Hört ihr das Ganze später, ist es trotzdem aber vielleicht nicht uninteressant, sich auch einfach mal mit
den dahinterstehenden Organisationen zu verknüpfen, weil dann werdet ihr im Zweifelsfall darauf hingewiesen, wenn im nächsten Jahr die Messen sind. Also auch da macht es manchmal Sinn, einfach den Kontakt schon mal zu suchen, ein Like einfach mal dazulassen, damit man beim nächsten Mal besser informiert ist. Super. Auch euch ganz recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und schaltet auf alle Fälle nächste Woche wieder ein, wenn es sonntags morgens um 8 Uhr wieder heißt. Ganz normal vegan, der vegane Talk hier bei YouTube. In diesem Sinne, macht's gut, alles Liebe, wir sind raus. Ciao. Ciao.